Kennen Sie den Lei Constanza? Das ist der rätoromanische Name vom Bodensee. Vielleicht haben Sie schon dort gebadet. Sicher sind Sie schon dort spazieren oder rundherum gefahren. Sie sehen, die rätoromanische Kultur ist viel breiter, als man meint. Schließlich ist das rätoromanische Gebiet gegangen bis nach Österreich, bis nach Deutschland. Viele Namen zeugen noch vom rätoromanischen. Vaduz, Bludenz und so weiter. Sie sehen, die Vielfalt des rätoromanischen holt uns immer wieder ein. Und hier in dieser Ausstellung im Regierungsgebäude Luzern können Sie die Geschichte des rätoromanischen, wie sich die Sprache anfühlt, können Sie vieles erleben. Es ist einzigartig in unserem Land, wie viele Sprachen das wir haben. Wir haben 4 Sprachen und sie sind einzigartig und sehr unterschiedlich. Das ist ein Teil von unserer Kultur. Und die Sprachen zu begreifen, heisst eben auch, Menschen zu begreifen. Und wegen dem ist das ein Beitrag, die Ausstellung, dass wir das Rätoromanische ein bisschen einordnen können, dass wir es kennenlernen. Und kommen Sie doch mal einmal vorbei in die Ausstellung. Es ist wirklich wunderbar. Und ganz herzlichen Dank an die Ausstellung Romansch von unserer Diaspora aus dem Rätoromanischen im Regierungsgebäude Luzern. Herzlich willkommen.